classic cliche. We're on the run. This is what we waited for. Der erste Helikopterflug von drei Flügen, die ich bis jetzt gemacht habe, wo ich keine Angst hatte, weil es einfach so beeindruckend war. Und ich finde es total geil. Ich muss jetzt hier raus. Du musst ein ganz bisschen, ne? Kein Tropfen, sondern nur Hand anlenken. Ich habe eben da vorne so Wasser probiert, was da lang fließt. Und das erste, das hat total gestunken, aber da meinte unser Guide, wir dürfen das mal probieren. Habe ich natürlich trotzdem gemacht, auch wenn es stinkt. Und das schmeckte so nach Eisen, also so ein bisschen wie Blut halt. Und dann kamen wir an so einem zweiten Flüsschen vorbei. Und da meinte er, das sollen wir nicht probieren. Und das Wasser ist sehr heiß. Da habe ich mal reingepasst und es war wirklich mega heiß. Er meinte 44 Grad oder so. So, und jetzt kommt mein Style-Fail. Ich habe diese fette Handtasche auf dem Vulkan dabei. Ich habe einfach heute Morgen alles ganz schnell eingepackt, weil wir so schnell los mussten. Habe meinen Rucksack nicht dabei gehabt in dem Moment. Und dann habe ich jetzt, kommt Joyce jetzt hier super unstylo mit der Handtasche beim Vulkan. So bin ich halt. So, hier haben wir einen Lake of Acid, so hat es unser Guide gesagt. Und deswegen dürfen wir hier nicht näher als einen Meter ran. Weil sonst können schlimme Dinge passieren und das halten wir natürlich dann auch ein, die Regeln. Oh mein Gott, das stinkt selbst durch die Gasmaske. Die müssen wir auf jeden Fall anziehen, hat unser Guide gesagt. Ich hoffe, man hört mich überhaupt. Es ist so unglaublich, wie das hier riecht. Ich muss hier weg. Wie heiß ist es? Ja, heiß? Ja, nicht ganz gut, ja. Das dampft auch richtig, ne? Ja. Oh, krass. Das kühlt dann schnell ab, ne? Aber es ist erstmal heiß. Crazy. Was er gerade noch erzählt hat, dass ganz viele Leute, die hier gecampt haben, Fische fangen und dann in Alufolie einschlagen und dann das in den Boden verbuddeln. Und 40 Minuten später ist der gar. Ach was. Hammer. Es geht zurück nach Rotorua. Das war unser Ausflug nach White Island und ich bin mega beeindruckt. Ich habe so viele Fotos gemacht, ich habe so viel gefilmt und ich hatte das erste Mal keine Angst bei einem Helikopterflug, weil es so cool war. Wie geil ist das denn? Also jetzt geht's nochmal zurück. Da werden wir auch nochmal einen tollen View haben. Ich rede schon halb Englisch, halb Deutsch, weil man sich hier so ein bisschen anpasst. Naja, das war's auf jeden Fall von White Island Volcanic irgendwas.